Man kann sich nur wohlfühlen, das Dorf ist super, die Strecken sind extrem schön. Und die gute Nachricht ist ja auch, dass die Theresa schon am Weg ist, morgen dann am Nachmittag zu uns dazukommt. Und dann sind wir wirklich vollständig als Team da und Motivation ist groß, Stimmung ist super bei uns im Team. Und wir genießen es und werden sicher richtig Freude haben da. Also ich glaube, die Sprinter haben dieses Top Ten, also dieses Einziehen ins Finale sicher, ist unser Ziel. Wir waren letztes Jahr bei der WM 11. und es ist ein realistisches Ziel und wenn das passt, dann schaffen wir das. Und das gleiche gilt für den Einzelsprint. Also da sind auch die Finalläufe, die Top 30 das Ziel. Und dann, wie der Michael schon gesagt hat, ist sicher einiges möglich. Die Eindrücke waren gut. Sprintstrecken ist sehr anspruchsvoll, würde ich mal sagen. Aber wir haben zum Beispiel im Dezember relativ ähnliche Strecken gehabt, auf relativ ähnlicher Höhenlage. Und da ist es mir relativ gut gegangen. Also, ich bin mit der Hechen gut zurechtgekommen. Sicher, was jetzt nochmal dazugekommen ist, dass es ziemlich kalt ist und der Schnee ziemlich stumpf. Jetzt muss man schauen, wie das dann wird. Benni hat es eh gesagt, wir werden es morgen mal antesten. Die Strecken, schauen wir, dass wir das richtige Tempo da finden, dass wir da ja, gute Leistung bringen. Ja, nein, wir haben sonst auch genug schwere Strecken im ganzen Winter. Eben wie der Michael gesagt hat, in Goms. Also, das war schon, das sind zwei so lange Anstiege drin, nicht nur einer. Und da ist es uns beide recht gut gegangen. Und von dem her blicken wir positiv auf die Rennen. Für mich sind es ja die zweiten Spiele und ich merke schon, dass es anders ist wie beim ersten Mal, weil wenn man mal zu Olympischen Spielen kommt und dann gleich mal das erste die großen Ringe sieht, wie die alles aufgebaut sind, das Olympische Dorf, der Blaser, einfach wirklich alles drum und dran, das überwältigt dann eigentlich. Ich meine, ich weiß nicht, wie es jetzt für Mika war, für mich war es damals in Pyeongchang wirklich so. Und das haut dann eigentlich fast einmal um, sodass man sich wirklich fokussieren muss, dass man wieder zurückkommt, dass man sich auf das eben konzentriert, was man eigentlich für das, was man da ist. Weil man verliert sich sehr gern in der Blase und auch in dem Zauber von Olympia. Und das muss ich sagen, ist für mich jetzt, natürlich ist es voll schön und ich freue mich immer noch, wenn ich die Ringe sehe, aber es ist trotzdem anders, dass ich einfach weiß, okay, jetzt bin ich da, ich bin mit einem Fokus da. Und weiß, was ich machen muss und also kann mich besser konzentrieren auf das, muss ich sagen. Also grundsätzlich heißt es einfach sein Ding machen. Sich nicht rausbringen lassen durch irgendwelche Sachen, die links, rechts mitlaufen. Sich einfach auf sich selber konzentrieren. Und in meinem Fall kann ich Gott sei Dank sagen, desto größer die Bühne, desto lieber bin ich dort. Also ja, mir bringt das jetzt eigentlich weniger draus, mir taugt das einfach nur noch mehr, umso größer, umso besser. Und ich habe Gott sei Dank schon oft gesagt, dass ich, wenn es darum geht, Tag X da stehe. Und ich gehe davon aus, dass nichts anderes ist. Und wenn man dann sagt, mit was ist man zufrieden, ich sage einmal, alles unter die ersten 30 ist gut, alles unter die ersten 20 ist besser und alles drunter ist Draufgabe.